Ich weiß auch nicht warum, ne? Aber der Kollege kommt, also der Künstler kommt aus Köln. Wir haben den ein oder zweimal gehört, weil Mowgli mit dabei war. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber solo habe ich den noch nicht abgecheckt bisher, ne? Kid Kawaki mit seinem Song Sie. Okay. Warum habe ich, also wirklich, Kölner Szene muss ich unbedingt mal irgendwie ein bisschen besser, ne? Lugatti, nein. Kid Kawaki, also irgendwie müssen da mal mehr abgecheckt werden. Mix Master von sich selber, produziert von, ja, keine Ahnung, ist auch wurscht geworden. Okay, sie. Okay, ich bin mal gespannt. Sie. Ich weiß auch gar nicht, was der für eine Mucke macht. Eher süß. War immer allein, es war keiner da. Mir war kalt, du warst ganz der Jahr. Du gabst mir einen Platz zum Schlafen. Wir beide auf Boden, auf einer Matratze. Wie soll ich das vergessen? Ich kann es nicht. Jeden Tag will ich vergessen, vor allem. Ich hab mit was ganz anderem gerechnet. Ich hab wirklich mit was ganz anderem gerechnet. Okay, okay. Tisch, wir teilten uns einen Schrank. Heute halt keiner irgendwas. Wie sie. Warum will ich nur sie? Ich glaube, ich kann nicht lieben. Ich verlange zu viel und jetzt bin ich wie sie. Wollte niemals so werden. War das Lachen gespielt, weil mir dein Lachen gefiel. Vermisse Tage wie diese. Hol deine Sachen bei mir und meine Sachen bei dir. Wollte dich aus. Ich muss sagen, der hat eine schöne, schöne, zerbrechliche Stimme. Auch eine schöne. Schöne melodische Stimme, auch gerade wenn er dabei flüstert oder so, trotzdem sehr melodisch. Ich kann gerade noch nicht einschätzen, wird das so ein Retro-Beat oder in welche Richtung geht er? Digga, ich dachte, das wäre halt tiefste Straße, ne? Ich dachte, der Typ wäre tiefste Straße, Alter. Okay. Sachen bei mir und okay. Meine Sachen bei dir, wollte dich noch mal sehen. Du bist nicht so wie sie, warum will ich nur sie? Ich glaube, ich kann nicht lieben. Komm schon! Ich verlange zu viel und jetzt bin ich wie sie. Werden. War das Lachen gespielt, weil mir dein Lachen gefiel. Vermisse Tage wie diese. Hol deine Sachen bei mir. Das Video ist geil gemacht, muss ich sagen, auf jeden Fall. Beim Song muss ich sagen, irgendwie, das dauert gerade so lange. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das baut sich gerade so lange auf, dass ein Drum-Bass-Drop kommen könnte oder sowas. Glaube ich aber eher nicht. Also es fühlt sich gerade die ganze Zeit wie so ein Aufbau an, muss ich sagen. Sachen bei dir, wollte dich noch mal sehen. Über 100 Frauen, die mich wollen. Ach so. Aber du bist nicht mehr dabei. Ach so, das war die Steigerung schon. Und dann geht's wieder runter. Ah, okay, okay, okay. Ich weiß, du denkst, ich denk an uns, kann sein. Einmal im Jahr vielleicht. Vielleicht war das gelogen, wie deine Worte, die aus deinem Munde kam. Aus deinem Munde kam. Ich muss sagen, ich habe ihn, glaube ich, falsch eingeschätzt. Also komplett falsch eingeschätzt. Ich muss sagen, er hat eine schöne Art, Dinge auszusprechen. Sehr angenehme Stimme so. Vielleicht, vielleicht war das gelogen, wie deine Worte. Ich muss sagen, die Drums gehen mir ein bisschen auf den Sack irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass kein Bass da drin ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Drums laufen irgendwie so die ganze Zeit. Ich glaube, die waren mein Problem. Ich glaube, die haben sich die ganze Zeit so unfertig angefühlt. Aus deinem Munde kam. Als du sagtest, du liebst mich, war das gelogen, Schatz. Ich töte für was? Was ich liebe. Guck mal, da fehlt irgendwie was. Liebe, warum tötet Liebe da ist zwar ein Bass, man hört leichten Bass im Hintergrund, aber der geht halt voll unter. Ich töte für was ich liebe, warum tötet Liebe denn mich? Fick dich, ich hasse Liebe, Liebe lässt mich immer am Stich. Ich True. Will dich nicht mehr, aber warum steh ich stundenlang vor deinem Wohnblock? Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Ey, ich muss sagen, irgendwie ist das so eine Mischung aus so einem Love-Pop-Song irgendwie, aber irgendwie auch Straße noch mit drin, ne? Das ist halt wirklich Urban-Pop irgendwie sowas in diese Richtung, würde ich sagen. So vom Beat her vielleicht nicht ganz, aber da könnte auch so ein Retro-Beat drunter laufen oder so. Keine Ahnung. Okay, sehr interessant, muss ich sagen, okay? Noch keiner mich hörte, jetzt reden wir nicht. Dabei hörst meine Songs so wie sie. Warum will ich nur sie? Ich glaub, ich kann nicht lieben. Ich verlange zu viel und jetzt bin ich wie sie. Wollte niemals so werden. War das Lachen gespielt, weil mir dein Lachen gefiel. Vermisse Tage wie diese. Boah, so ein Drum-Bass.
Drum Bass, das ist ein Drum Bass Song. Vom Allerfeinsten, ich mach einen Remix. Spielt, weil mir dein Lachen gefällt, vermisse Tage wie diese. Hol deine Sachen bei mir, hol meine Sachen bei dir, wollte dich nochmal sehen. Du bist nicht so wie sie, warum will ich nur sie? Ich glaub, ich kann nicht lieben. Ich verlange zu viel und jetzt bin ich wie sie, wollte niemals so werden. War das Lachen gespielt, weil mir dein Lachen gefällt, vermisse. Die Melodie ist mega schön. Ich mag seine Stimme. Einzige, was mir echt gar nicht gefällt, sind die Drums. Die finde ich irgendwie, weiß ich nicht, die pushen nicht so richtig, ne? Ich finde, die könnten sich halt irgendwie langsam aufbauen. Der Bass könnte ein bisschen mehr ballern. Irgendwie könnte das Ganze spannender sein, habe ich das Gefühl tatsächlich. Aber er ist interessant. Also ich habe ihn völlig falsch eingeschätzt und auch anscheinend völlig falsch in der Erinnerung gehabt. Tage wie diese, hol deine Sachen bei mir, hol meine Sachen bei dir, wollte dich nochmal sehen. Jetzt ein Drum. Tja, ich mache einen Remix daraus. Ich habe voll Bock. Also entweder man macht so einen Techno-Remix daraus, oder so ein Drum-Bass-Ding, so richtig atmosphärisch. Das könnte geil zu seiner Stimme passen. Okay, interessant, cool. Und der ist, glaube ich, auch bei Icon, ne? Ich glaube, der ist bei, also zumindest habe ich das öfter mal irgendwie gesehen, dass der zu Icon kommen könnte oder sowas. Ist auf jeden Fall im Gespräch gewesen oder so. Okay, bin ich gespannt. Könnte passen. Ich finde, seine Stimme war so zerbrechlich, so, weiß ich nicht. Also ich finde, eine Steigerung gefühlsmäßig in seiner Stimme oder mit Doubles oder so wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Ich glaube, der Beat hätte sich einfach ein bisschen weiter aufbauen müssen und irgendwie so ein bisschen voller auch sein müssen. Gerade zu Hook und gerade, ne? Ich glaube, das hätte ihn besser unterstützt, als wenn er jetzt selber noch andere Tonlagen, ne, Doubles oder sonst was gemacht hätte. Glaube ich. Aber ist halt...